Die Bundeswehr benötigt für die bestellten amerikanischen F-35 Kampfjets einen neuen Flugplatz. Daher soll der Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz komplett umgebaut werden. Neben einem neuen Tower, einem neuen Radar soll es auch neue Hangars geben. Bis März 2027 soll die neue Flugplatz fertig sein. Das berichtet die Bild aus einem eingestuften Papier des Verteidigungsministeriums. Im Mittelpunkt der Baumaßnahmen steht die Special Access Program Facility. Dort soll der Flug- und Simulatorbetrieb mit dem neuen Waffensystem durchgeführt werden. Wie eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber Bild betonte, belaufen sich die Kosten für den Umbau auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.